Leistung ist super. Oder halt fast super. Das kann jetzt nicht angezeigt werden. Nee, er ist nicht da, das merke ich auch. Sie, soll sie die ganze Zeit jetzt hier bleiben? Wenn die brüllen sich hier gerade an, dass sie ist gerade. Wobei, sie ist verspielt, sie ist inspiriert. Das, warum passt das nicht zueinander? Über Träume reden. Hallo, können die weniger brüllen hier? Über das neueste Spiel reden. Die sollen sich wieder verstehen hier. Achso, und sie kann direkt mal. Sie kann direkt mal joggen gehen. Damit sie ihre Fähigkeit da direkt mal hochpumpt. Auf Level 3. Aber die Spionage, ich bin mir noch echt nicht sicher, wo genau das funktioniert. Karriere. No. Mehr Auswahl. Es ist, da kriegt man nur da wieder zurück. Da kommen Kontakte, Köpfe. Recherchieren, ja. Kunst durchsuchen. Zu Hause weitere Recherchen durchführen ist eine tolle Methode, um die Karriere voranzutreiben. Geheimdienstdatenbank. Aber ist das Spionage? Ich fände es halt praktisch, wenn man irgendwo einfach in der Gegend herumstehen würde und dann Leute beschatten würde. Das finde ich mal super. So. Ach, guck mal. Wenn man hier rechts draufklickt, habt ihr auch geschrieben, dann kann man den verfolgen. Das ist ja nett. Hoi. La 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 la. Ich jogge. Jogge, jogge, jogge. Oh, Levelaufstieg. Oh, da hat jemand seinen Arm an ihrem Hintern. Level 3 der Fitnessfähigkeit. Anne kann jetzt auf dem Laufband einen Dauerlauf machen. Außerdem kann sie den Computer nach Trainingstipps durchsuchen. Ich wollte gerade fragen, hä, Computer? Fitness? Aber man kann sich auch informieren. Das ist tatsächlich eine schöne Sache. Das Internet weiß so viel. Und so vieles will man davon gar nicht wissen. So. Genug verfolgt. Nachher spionieren wir ihr nach. Was hat die gerade gesagt? Was macht sie denn? Hackt sie jetzt bei uns hier die ganzen sozialen Netzwerke oder was? Ey, Tisch heile lassen. Soll ich hier bitten zu gehen? Können wir sogar zweimal machen. Vielleicht kann sie dann zweimal gehen. Yeah. Okay, sie hat Level 3 hier bekommen. 2 Stunden Spionage. Mal gucken, ob das hilft. Glücklich. Da bimmelt es. Eingehende Anrufe. Sebastian Meyer möchte vorbeikommen und abhängen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber hier, komm mal her. Wir haben gerade nichts zu tun. Das ist auch keine Spionage, ne? Hier, komm mal rein, bitte. Tratschen. Ich muss los. Tschüss. Jetzt sitzt er einfach in einem anderen Raum und hat die Gastgeberin noch nicht einmal gesehen. Das ist auch toll. Über Lieblingsschriftsteller reden. Hier kommen. Die Datenbank kann warten. Die kennen sich noch nicht wirklich, ne? Der Anfang geht immer so unheimlich schnell hier, sich kennenlernen und sowas. Witz über Affen erzählen. Aber danach wird es dann auch so ein bisschen. Der geht dann nicht ganz so schnell. Hier freundlich. Nach Tag fragen. Mehr Auswahl. Freundlich. Brillante Idee mitteilen. Was will sie denn noch? Etwas lesen. Aha. Sie möchte auch nochmal insgesamt von Ideen erzählen. Klick auf ein Sim und voll. Hier, Ideen. Hat sie sogar gerade gemacht. Haben wir intuitiv gemacht. Am Spiegel Grimassensteinen. Das kann sie jetzt auch. Grimassensteinen. Mach das. Lass ihn einfach sitzen, ist ja egal. Schreiben? Nein. Comedy? Nein. Programmieren? Nein. Bestellung? Voodoo-Puppe kaufen? Ui. Spiel? Nein. Tja, dann halt nicht. Sie möchte jemanden verrückt anfunkeln? Nein. Hier, kommen, die dürfen mal beide zusammen hier sein. Sie darf mal ein Konzert geben. Vielleicht kann sie damit ja auch mal in den Park gehen. Vielleicht können ja. Vielleicht, wenn er noch mal ein bisschen mehr Skills auf der Gitarre hat oder beide ein bisschen mehr Skill haben, vielleicht können die dann zusammen ja mal ein Konzert geben. Das wäre mal super. Also, ich fände es halt super, wenn die wirklich zusammenspielen können. Ich weiß nicht, ob das bei Geige und Gitarre. Also, normalerweise kann man Geige und Gitarre wirklich gut zusammenspielen. Das kann schon ziemlich gut klingen.
wenn man es halt richtig macht. Aber ich weiß nicht, ob das in dem Spiel auch so ist. Was auch immer sie da gerade spielt. Ich weiß nicht, ob das wirklich bekannte Stücke sind, die hier verwurstet werden. Das klingt im Moment nicht so wirklich spannend. Vor allem, sie steht die ganze Zeit vor dem Fernseher und er will etwas sehen. Offenbar. Aber gut. So, ein bisschen schneller hier. Übt sie denn dabei auch? Sie übt, das ist schön. Woher hat sie nicht Level... Was hat sie denn für ein Level? Fähigkeiten. Geige Level 4. Hat er da wirklich mehr Fähigkeiten als sie? Hier, komm, fleißig arbeiten. Pitchen wir das Ganze mal ein bisschen hoch. Wir können zwar hier zusammen jetzt hier irgendwas machen, aber ist ja egal. Wir bitten zu gehen. Oha! Rahm hat heute 344 Simoleons mit nach Hause gebracht. Außerdem hat er ausgezeichnete Arbeit geleistet. Natürlich hat er das. Weil er immer ausgezeichnet ist. Er ist super. Er ist der beste Mensch der Welt. So, und er muss Mixfähigkeiten lernen. Lesen. Mixmann 1. Und er möchte gerne jemanden bedrängen. Und freundlich zu einem sein. Oh. Das war die Geige, nicht ich. Zuschauen, ja. Romantisch. Bedrängen heißt... Weiß ich nicht. Knuddeln. Freundlich. Kompliment über Outfit machen. So. Zuschauen? Nee, Zuschauen brauchst du nicht. Ich hoffe mal, er steigert sich endlich mal seine Fähigkeit. Oh, 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 Level 4, Level 4 hat Rahmen der Fähigkeit Mixen erhalten. Aha, ich verstehe. Rahmen hat das Dim and Gussy Rezept gelernt. Er hat außerdem einen coolen neuen Jonglieren Trick gelernt. Zudem lösen seine Getränke stärkere Emotionen aus. Das ist schön. Da freue ich mich. Total. Achso, Arbeit hat er gemacht. Wir haben wieder Simoleons. Ein paar zumindest. 807 sind okay. Sie ist aber fleißig am Geigen hier, muss ich sagen. Das ist nicht zu unterschätzen. Sie muss, sie ignoriert sogar, dass sie eigentlich mal wohin muss. Das ist ja erstaunlich. Er hat Hunger. Hier, so ein Salätchen wäre nochmal nett. Öffnen. Einen Salat, ein Gericht nehmen. Meine Güte, haut sie in die Tasten, also in die beseiteten Tasten. Danach kann er auch nochmal duschen, nachdem er auf dem Pott war, und dann kann er sich pennen legen. Duschen. Ach, natürlich auch nochmal was nehmen hier. Salat essen. Also alles klappt bei ihr noch nicht so ganz. Sie sieht auch nicht vollkommen glücklich aus dabei. Meine Güte, also eben hat sie echt schon besser gespielt. Sie hat das verlernt. Oh nein. Weil sie steigt gleich eine Stufe auf. Ich bin mal gespannt, wie das bei der Gitarre klingt, wenn anscheinend die Stufe ziemlich hoch ist. Haben wir ja vorhin schon gemerkt. Aber können die sich nicht als Gruppe hier zusammentun und dann musizieren oder so? Ging das nicht mal so? Ach, guck mal. Anne kann jetzt Country-Lieder spielen. Na, super. Genau das, was unbedingt die Welt braucht. So, Schnauze. Wir hören uns beim nächsten Mal an, wie das klingt. Erstmal darf sie schlafen. Ja, hast schön gemacht. Er futtert fleißig seinen Salat. Er sieht trotz des Salates glücklich aus. Wobei Salat ziemlich gut schmecken kann. Hängt halt immer davon ab. Also alles Essen hängt immer eigentlich davon ab, wie gut er schmeckt, wie man das zubereitet und wie es gewürzt ist. Das ist letztendlich meistens der Trick. Dass man... Oh je. Ist das eigentlich schmutzig hier? Das ist ein bisschen schmutzig, ne? Ja, das ist ein bisschen sehr schmutzig. Dann kann sie... Wenn sie fertig ist... Aber erst wenn sie fertig ist... Kann sie auf den Pötti... Ne, nicht hier hingehen. Da verwenden. Und dann säubern.
Okay, sie steht noch nicht auf, das ist gut. Ach, guck mal, er legt es jetzt schon weg. Ja, hä, wo will er das hinbringen? Ach so, okay. Vielleicht, na, dann lassen wir das bei ihr mal. Dann kann er das noch eben mal hier, eben nochmal die Spüle durchfegen. Und dann ist gut. Theoretisch müsste dabei das ja automatisch sauber werden, wenn er da was abwischt, aber anscheinend nicht. Tja, macht er fein. Er kann es halt. Er ist halt super. Vielleicht. Ja. Ansonsten, er hat alle Fähigkeiten hier. Vielleicht, wenn er nochmal fleißig arbeitet, vielleicht steigt er dann wieder auf. Es wäre halt praktisch, wenn die mal wirklich auch an den gleichen Tagen frei haben, ne? Jetzt ist das, glaube ich, so, sie muss die ersten 4 Tage arbeiten, er die restlichen 3. Also ich meine, nee, also sie hat die ersten 4 Tage Arbeit und die restlichen 3 Tage hier das Wochenende frei und er, bei ihm ist es genau andersrum. Ist eigentlich ziemlich dämlich. Ja, wie man sieht. Echt ein bisschen dämlich. Aber gut. Das verhindert halt so ein bisschen, dass die gemeinsam mal irgendwelche Aktivitäten haben. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht ist es... Ich meine, klar, dass er am Wochenende arbeiten muss als Gastronom, ist irgendwie schon ziemlich klar. Weil da die meisten Leute halt unterwegs sind. Und dass sie nicht am Wochenende arbeitet, ist vielleicht, weil sie einen normalen, relativ normalen Bürojob hat, behaupte ich mal, ist es halt so, dass da sie, naja, in der Woche halt arbeiten muss. Oha, das war aber knapp. Das war wirklich knapp. Und wie schnell sie konzentriert ist. Also, dass man beim Stuhlgang konzentriert sein muss, weiß ich nicht. Ich glaube, die meisten Menschen schaffen das auch so. So, Hunger hat sie auch. Es gibt jetzt keinen Salat mehr, ne? Öffnen. Nein, kein Salat mehr. Dann kann sie hier mal, was auch immer das ist, trinken. Das ist bestimmt toll. Trinken. Ach, und sie hat es kaputt gemacht. Natürlich, natürlich. Die Toilette ist zwar auch nicht so das Highlight gewesen hier. Aber das ist kein Grund, die gleich kaputt zu machen. Aha, verspielt. Sie hat aber echt auch zugenommen, ne? Also das muss man schon mal so feststellen. Nicht, dass ich das gerne feststelle, aber naja, ich deute halt nur auf das Offensichtliche hin. Vielleicht kann sie das, wobei, wenn sie das repariert, weiß ich nicht, reparieren sollte sie das ja auch so können, oder? Vermutlich wird es länger dauern, als wenn er das macht, oder? Sie kann sich theoretisch auch nochmal hinlegen, es ist ja erst 5 Uhr. Hier, schon schlafen. Sie musste nur auf Klo. So. Der Hunger fällt schon wieder fleißig vor sich hin. Aber er müsste ja auch mittlerweile fast fit sein. Dann kann er nochmal hier kochen. Gourmet-Menü. Was haben wir denn da? Joghurt-Parfait mit Früchten. Salat. Hier, komm, machen wir einen Salat. Machen wir auch nochmal ordentlich. Ich hoffe mal, das ist halt ein wirklicher Salat, der auch gesund ist. Der ist mir so ein bisschen schmaler werden hier, die Kollegen. Und wir müssen noch, also mit dem Joggen ist okay, wir müssen nochmal ein anderes Fitnessgerät hier uns anschnacken lassen. Das wäre nochmal ganz praktisch. Okay, das sieht schon mal sehr salatig aus. Das ist gut. Ja, ich mache einen Salat. Schnibbel die Wibbel. Oha, das sieht super aus. Ich weiß nicht, was das ist. Caprese? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sieht aus wie Tomatenmozzarella. So mehr oder weniger. Mit Basilikum. Ah, ist ja eine kleine Portion. Natürlich, es ist ein Gourmet-Menü. Natürlich ist das eine kleine Portion. Er hat auch gar nicht so viel Hunger, ne? Oder hat... Warte mal, ist das hier schmutzig? Das ist ja schmutzig. Das ist ja schmutzig. Ihh, das ist ja schmutzig. Hat sie sich jetzt auch was genommen? Sie isst lieber Rührei. Natürlich, natürlich. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Dann aber nicht beschweren sollen, ne? Hier, wo denn die, wo denn das lustige Liebeshüftspeckchen herkommt. Ne? Ach, sie liest wieder. Sie hat frei. Er hat nicht frei. Aber es ist noch relativ früh. Vielleicht können die zusammen noch... Weil er muss... lustiges Buch. Er muss um 14 Uhr los. Hm. Das kann er ja auch machen, wenn er unterwegs ist, ne? Wenn die unterwegs sind. Hier, komm. Die können wir zusammen... reisen. Nee, hier.
Reisen mit. Da. Frau Natasson. Hier, komm, haut mal zusammen rein hier. Wo wollen wir denn mal hin? Vielleicht, ich denke mal, wir können mal wieder in den Park, da waren wir lange nicht mehr, oder? Gut, Eichhof, das Haus sieht ziemlich modern aus. Spencer, was? Spencer Kim Lewis, Zypressenhain. Was sind das für Leute? Haben wir da schon irgendjemanden von kennengelernt? Ich glaube nicht. Da könnte man sich auch mal selbst einladen. Vielleicht, dass wir die anderen Gegenden auch nochmal abklappern hier. Dass wir mal sehen, wie die aussehen. Das wäre nochmal ganz cool. Mikroskope werden eingestellt. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Ladezeiten ein bisschen länger werden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Was mit den Fähigkeiten hier, mit den Sachen hier? Bei einem Gala-Abendessen Silber verdienen. Klicke auf das Telefon, um ein Gala-Abendessen zu planen. Wenn der Abend begonnen hat, erscheinen... Das könnt ihr auch zu Hause machen. Erscheinen Ziele, die du erfüllen kannst, um einen höheren Punktzahl zu erhalten. Was ist denn da los? Warum ist denn die Kamera da jetzt hingegangen? Was macht sie denn da? Was ist das denn hier? Traurig? Gina Jakob. Meine Güte. Oh, oh. Hallo, ich muss hier mal ran. Ich muss meine Arbeit tun. So, jetzt brauche ich die Sense weg. Gucke ich mal auf mein Üpad. Und das ist die Gina Jakob. Die muss, oh, die hier, die liegt da schon so rum. Da ist ja schön. Muss ich weniger tun hier. Und sorry für den ganzen Mief hier unter mir. Ich habe mir die Füße lang nicht gewaschen. So, hier. Nicht so, ne, warum denn so traurig, Kinders? Ist doch alles nur Spaß. Kommt die extra auch noch wieder her? Nadine Sommer. Oh nein, der Tod, der Tod. Der Tod ist durchsichtig. Ja, so genug getotet. Was macht er da eigentlich? Hat er gerade einen Grabstein gekauft oder was? Ja, dann will ich mal hier mit der Sense und so. Und dann ist hier auch mal. Da habe ich die Seele. Och, nö, ein Grabstein direkt vor der Bank hier. Kannst du die Füße drauflegen? Das ist ein schöner Tod. Ach, das steht sogar drauf. Das ist super. Oder? Ist es das Richtige? Nee. Fun ob. Ob. Ol. Ob. Ola. Ol. Ob. Sau. Eigentlich heißt sie Gina Jakob. Das ist Spitzname wahrscheinlich. So, können wir uns mit dem Tod unterhalten? Das wäre mal total toll. Freundlich vorstellen. Hallo Tod, ich hab Geld. Das ist ja cool. Können wir uns. Der Tod ist ja. Der Tod? Ja, der Tod. Über Probleme beschweren, um Rat bitten.